nach 25 Jahren steht der KSC also wieder im Viertelfinale. Oliver Kreuzer, wie haben Sie diesen Tag erlebt? Da war bestimmt eine Riesenstimmung im Bus, oder? Ich bin leider nicht mit der Mannschaft zurückgekehrt aus München. Aber was ich vernommen habe, ist richtig. Da war gelöste Stimmung. Da war ja richtig gute Stimmung. Aber ja, nach dem großartigen Sieg gestern, Sie haben es angesprochen, nach 25 Jahren mal wieder der Einzug in ein DFB-Pokal-Viertelfinale, glaube ich, war Grund genug, dass die Jungs mal gestern ja, ausgelassen haben feiern können. Mit Blick auf das Finanzielle, so ein Pokal ist ja auch immer mit Finanziellem verbunden. Zuletzt hatte ja der KSC mit der Insolvenz zu kämpfen. Winfried Schäfer hat jetzt gesagt, man traut dem KSC auch Berlin zu. Wie wichtig wäre aus finanzieller Sicht ja, das Finale im Prinzip? Ja gut, es wäre jetzt vermessen, schon an ein Finale zu denken. Aber es ist klar, dass jeder Verein in der aktuellen Situation natürlich auf außerordentliche Erträge angewiesen ist. Und der DFB-Pokal ist nun mal ein Wettbewerb, wo man Geld verdienen kann. Und gerade jetzt, wo wieder mit Geisterspielen geplant wird, beziehungsweise wir können ja momentan keine Zuschauer ins Stadion lassen, tut natürlich so ein Betrag gut, der in die KSC-Kasse fließt. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf die Auslosung am Sonntag. Und man sieht ja gestern auch, was im DFB-Pokal alles möglich ist. Und es gibt ja weitere, sage ich mal, schlagbare Gegner. Und das Ziel ist jetzt im Prinzip dann auch ja, das Halbfinale. Wen würden Sie sich denn als nächsten Gegner wünschen? Die Bayern sind ja draußen, die man 97 geschlagen hat. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir ein Heimspiel bekommen. Wir sind jetzt dieses Jahr dreimal gereist, haben dreimal auswärts antreten müssen. Es wäre wünschenswert, wenn die Losfee am Sonntag uns dann Heimspiel zugelost bekommt. Und von daher gesehen, ein Heimspiel wäre gut. Der Gegner, ja, also die Bayern sind draußen, Dortmund ist draußen. Was ich mir nicht wünschen würde, wäre Leipzig. Aber alles andere ist recht herzlich willkommen. Oliver Kreuzer, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Liebe Grüße nach Mannheim. Tschüss.